nachdem wir jetzt eben das Fediverse erschöpfend behandelt haben, gehen wir jetzt weiter zum Thema Datenschutz und Seuche. Mhm. Zumindest ist so der Vortrag angekündigt. Überwachung und Seuche, ja. Mhm. Fast richtig. Fast. Und hier neben mir haben wir unseren aus Berlin angereisten, ja, ich würde sagen, Hausphilosophen. Nein, der Hausphilosoph sitzt irgendwo da hinten. Genau, da. Ah ja, da winken schon die anderen Hausphilosophen. Wir haben jede Menge Hausphilosophen hier vor Ort. Das ist grandios. Dann heißt das, wir werden hier eine gute Diskussion haben zum Thema Überwachung und Seuche. Mhm. Und herzlich willkommen, Ajuvo. Herzlich willkommen. Hallo Stream vor allem. Ja, heute mal keine philosophische Matinee, wie sonst immer zu den Datenspuren. Ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen und das hat ein bisschen was mit Philosophie zu tun, aber worüber wir heute nicht reden, ist unter anderem Philosophie im engeren Sinne, sondern etwas sehr Praktisches, nämlich was wir dabei sind, anzufangen aus der Pandemiesituation für unser mehr oder weniger politisch und aktivistisches Handeln zu lernen. Dazu mache ich einen kurzen Einwurf. Folien habe ich nicht, hört mir einfach gut zu und später im Stream kann man ja auch im Relive das Ganze nochmal zurückspulen. Ich fange mal an, wo wir gerade bei Philosophie sind, mit einem Text von damals, von vor ungefähr 200 Jahren, wo man sieht, dass es die Probleme damals schon gab und worum es eigentlich geht. Nach einem Reglement vom Ende des 17. Jahrhunderts mussten folgende Maßnahmen ergriffen werden, wenn sich die Pest in einer Stadt ankündigte. Vor allem ein rigoroses Parzellieren des Raumes, Schließung der Stadt und des dazugehörigen Territoriums. Verbot des Verlassens unter Androhung des Todes, Tötung aller herumlaufenden Tiere, Aufteilung der Stadt in verschiedene Viertel, in denen die Gewalt jeweils einem Intendanten übertragen wird. Jede Straße wird unter die Autorität eines Syndikus gestellt, der sie überwacht. Würde er sie verlassen, verlöre er sein Leben. Am bezeichneten Tage muss sich jeder in seinem Haus einschließen. Herausgehen wird mit dem Tode bestraft. Der Syndikus schließt selber die Tür eines jedes Hauses von außen ab. Den Schlüssel überbringt er dem Intendanten, der ihn bis zum Ende der Quarantäne verwahrt. Jede Familie muss ihre Vorräte gespeichert haben. Aber für die Versorgung mit Wein und Brot werden zwischen der Straße und dem Inneren der Häuser kleine hölzerne Kanäle angelegt, die eine Verteilung der Rationen ohne Berührung zwischen den Zulieferern und den Bewohnern ermöglichen. Für die Zuteilung von Fleisch, Fisch und Gemüse verwendet man Rollen und Körbe. Müssen Leute unbedingt aus dem Haus gehen, so geschieht es nach einem Turnus, damit jedes Zusammentreffen vermieden wird. Auf den Straßen bewegen sich nur die Intendanten, die Syndici, die Gardesoldaten und zwischen den infizierten Häusern von einem Leichnam zum anderen auch die sogenannten Raben, die man ohne weiteres dem Tode ausliefern kann. Es handelt sich um Leute von geringem Wert, welche die Kranken tragen, die Toten bestatten und Reinigungs- sowie andere niedere Arbeiten verrichten. Der Raum erstarrt zu einem Netz von undurchlässigen Zellen. Jeder ist an seinen Platz gebunden. Wer sich rührt, riskiert sein Leben, Ansteckung oder Bestrafung. Die Überwachung ist lückenlos. Überall ist der Blick auf der Hut. Ein ansehnliches Milizkorps, das von guten Offizieren und ordentlichen Männern kommandiert wird. Gardekorps an den Stadttoren, am Rathaus und an allen Stadtvierteln zur Gewährleistung des öffentlichen Gehorsams und die unbedingteste Autorität der Verwaltung, um ebenfalls Ruhestörungen, Diebereien und Plünderungen zu verhindern. An den Stadttoren Wachposten, desgleichen an allen Straßenenden. Jeden Tag sucht der Intendant das ihm übertragene Stadtviertel auf, erkundigt sich, ob die Syndici ihre Aufgaben erfüllen, ob sich die Bewohner zu beklagen hätten. Sie überwachen ihre Handlungen gegenseitig selbst. Jeden Tag geht der Syndikus durch die Straße, für die er verantwortlich ist. Er hält vor jedem Haus und lässt die Bewohner an die Fenster kommen. Diejenigen, die im Hinterhof wohnen, bekommen ein Fenster an der Straßenseite zugewiesen, wo sie sich zeigen dürfen und wo nur sie sich zeigen dürfen. Er ruft jeden bei seinem Namen und informiert sich nach dem Zustand jedes Einzelnen, wobei die Bewohner die Wahrheit sagen müssen, unter Androhung der Todesstrafe. Wenn sich jemand nicht am Fenster präsentiert, muss der Syndikus nach den Gründen fragen. Auf diese Weise wird er leicht entdecken, ob man Tote oder Kranke verbirgt. Jeder ist in seinem Käfig eingesperrt, jeder an seinem Fenster bei Nennung seines Namens antwortend und zeigend, wenn man ihn fragt. Das ist die große Parade der Lebenden und der Toten. Der Text ist von 1795
Und im Grunde wussten die schon ganz genau, was zu tun ist und hatten genau die gleichen Probleme, wie wir heute bei der Eindämmung der sogenannten Pandemie. Nur die Methoden und die Technik waren noch etwas grobschlächtiger und das Strafrecht noch ein bisschen schlichter. So, für die es interessiert, sowohl der Titel dieses Vortrags Überwachung und Seuche wie auch der Zitattext eben stammen aus einem Buch von Michel Foucault, Überwachung und Strafe. Darüber wollen wir heute nicht reden. Wir wollen darüber reden, wie wir als Chaos, als Hacker-Community uns verhalten müssen. Angesichts der Tatsache, dass ausnahmsweise einmal aus tatsächlich sachlichen Gründen Dinge geboten sein könnten, die wir sonst immer bekämpft haben, aus guten Gründen. Gucken wir doch nochmal zurück. Wie war denn das? Es gab plötzlich irgendwie diese Pandemie und die Wissenschaftler sagten Dinge und die Nerds hatten sie wie immer etwas eher verstanden. Und wir haben uns alle engagiert, ne? Die Maker 3D-druckten Beatmungsgeräte, Teile und Masken und was nicht alles. Und wir waren konstruktiv dabei, irgendwie gemäß unserem wissenschaftlich-technischen Weltbild die Pandemie zu bekämpfen und als gute Hacker ein Vorbild zu sein. Es gab die schnelle Entwicklung der Corona-Warn-App. Da musste sich auch das Chaos mal verhalten. Man hat festgestellt, am Rande stehen und sagen, Datenschutz, das geht alles gar nicht, wird nicht funktionieren. Wir müssen also versuchen, mit unseren Haltungen, Erkenntnissen und Fähigkeiten so einen Prozess zu begleiten. Und pädagogisch wertvoll bekamen wir auch wenige Wochen später das Gegenteil, die sogenannte Luca-App, die man jetzt ab und zu noch sieht. Der Skandal ist bekannt und ich bin mal auf die Untersuchungsausschüsse und die strafrechtliche Aufarbeitung womöglich gespannt. Man sieht daran das Dilemma, Überwachung bringt plötzlich einen Nutzen. Und wenn man immer vor den Gefahren von Überwachung gewarnt hat, dann ist das nicht ganz einfach. Wir müssen plötzlich abwägen, unser wissenschaftliches Weltbild, unsere Werte, müssen Abwägungen treffen zwischen Menschenrecht, Menschenwert, Freiheit, wie immer wir sie verstehen, und der Dividende und den Kosten von Überwachung. Da haben wir natürlich auch Voraussetzungen, die die meisten unserer Mitmenschen nicht haben. Wir wissen, dass gesammelte Daten garantiert auch irgendwann verloren gehen. Wir wissen, dass Datensammeln nicht ohne Voraussetzungen erlaubt sein sollte, gleichwohl überall geschieht. Wir wissen, dass es Chilling Effects gibt. Also wir wissen und können nachweisen, dass die Vermutung oder die Anwesenheit von Überwachung bereits Verhalten ändert und also Freiheit beeinflusst. Und nun mussten wir feststellen, dass das Beste zur Pandemiebekämpfung ja eigentlich wäre, aufzeichnen, wer wann wo wen getroffen hat, und zwar komplett. Ja, ist die Frage, ist das wirklich so? In welchem Umfang, welchen Nutzen hat man? Und ist das überhaupt irgendwie zu rechtfertigen? Hätte man die Pandemie so chaosgemäß bekämpfen können, wie sehe das dann aus? Irgendwie dezentral, verschlüsselt, pseudonym, kreativ und dann auch noch verständlich, damit jeder es auch versteht und keine Angst hat und in dieser Legitimität irgendwie sich sagt, ja, ich vertraue den Hackern. Denken wir mal an die Wahlen nächste Woche. Wir haben vor 10, 15 Jahren Riesenschlachten geschlagen zur Verhinderung von Wahlcomputern. Und viele von uns, so ich auch, engagieren sich als Wahlhelfer und Wahlvorsteher und führen schön analoge Wahlen durch, weil die nämlich nachvollziehbar und damit legitim und überwachbar sind. Also wäre das wahrscheinlich mit der High-End-Fancy-technischen Lösung einer dezentralen, verschlüsselten, pseudonym kreativen Pandemiebekämpfung nicht so weit her, weil es nämlich an der Legitimität fehlt. Gleichwohl haben wir wahrscheinlich nur diesen beschwerlichen Weg weiterzugehen, wie beim Datenschutz auch. Wir müssen so dezentral verschlüsselt, pseudonym und kreativ sein, wie es gerade noch verständlich zu machen ist. Und wir müssen mit Leuten umgehen, die skeptisch sind. Skepsis ist ja eigentlich auch ein gutes Wissenschaftsideal und das sind wir ja alle. Hacker wollen ja wissen, was ist denn da drin? Wie funktioniert denn das? Was habe ich hier eigentlich? Ich will da reingucken. Ich will nicht in anderer Leute Daten müllen. Ich mache das schön wieder zu und am besten hat es niemand bemerkt. Und wir haben bei uns auch in unseren Hackspaces skeptische Menschen, die sich skeptisch angesehen haben, wie der Staat, die Politik, die Medizin, die Medien mit der Pandemie umgehen und die daraus ihre Schlüsse ziehen. Und dann haben wir auch einige,
Und da rede ich nicht von den üblichen Verschwörofanten, die jetzt sagen, Impfung, bin ich lieber mal Late Adopter, wollen wir mal sehen. Wir werden im wahrsten Sinne des Wortes infektiöse Diskussionen in unseren Hackspaces haben. Die nächsten Wochen machen wir 2G, 1G, 3G. Oder stellen wir fest, dass wir uns sowieso alle infizieren werden, wenn wir uns nicht total verbarrikadieren, und machen das vielleicht, solange die Krankenhäuser noch nicht voll sind. Wäre auch mal ein Hackeransatz. Die Linie geht also nicht etwa zwischen den guten Hackern und den bösen Skeptikern, sondern vielleicht zwischen den Skeptikern und den böswilligen Desinformanten und Manipulateuren, die durchaus die Mittel hätten, dies zu erkennen. Hier jedenfalls beim Thema Pandemie und Impfung ist der Case nun wirklich schwach, und man kann ganz gut erkennen, wer einfach nur gesund skeptischer Hacker ist oder tatsächlich böswilliger Verschwörofant. Und die müssen wir entsprechend behandeln, und das ist durchaus eine individuelle Sache. Also mein Rat an Hackspaces wäre, fangt nicht riesige Flame Wars an um die Frage, ob man jetzt die Ungeimpften draußen lässt oder nicht. Wie gesagt, infizieren werden wir uns alle. Wer sich nicht impfen lässt, nimmt an der Lotterie halt mit anderen Losen teil. Überlegt euch gut, wie viel Schaden ihr euch selber anrichten werdet. Und schmeißt nicht die Skeptiker raus, sondern schmeißt die Verschwörofanten raus. Es sind wahrscheinlich weniger, als ihr denkt. Und schließlich dabei psychische Ausnahmesituationen. Die haben wir ja auch alle bemerkt. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe dann mich sehr vorsichtig verhalten letztes Jahr und habe auch ein bisschen gekämpft im Sommer, so ganz vorsichtig und Corona-gemäß. Und das hat mir auch ein bisschen geholfen, denn so gegen Jahresende habe ich dann auch Symptome gezeigt, die mich so an Examenssituationen, Beziehungskrisen, Trauerfälle erinnerten. Also psychische Belastung. Das haben die anderen da draußen auch, und das erklärt manches Freidrehen auf mancher Mailingliste oder was immer ihr sehen könnt. So, und dann haben wir da noch die Politiker. Die könnten ja nun auch anfangen, vom Supergrundrecht Gesundheit zu sprechen, so wie sonst Sicherheit. Wer kann schon gegen Gesundheit sein? Die können Legitimierung von Überwachung fordern, durchsetzen. Die können ein besseres Meldewesen fordern, denn es ist ja nun reichlich dysfunktional. Wenn etwas beruhigend ist, dann die Tatsache, dass der Überwachungsstaat beim Pandemie-Meldewesen jedenfalls überhaupt nicht funktioniert. Also mit diesen Daten würde ich nicht versuchen, eine Diktatur zu errichten. Das würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Gleichzeitig muss man aber Vertrauen schaffen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen auf einer Outdoor-Chaos-Veranstaltung jemanden aus China getroffen, der mir noch mal so Details zu dem dortigen Social-Scoring-System erklärt hat und wie weit man jetzt ist. Und die Person sagte mir, der Hintergrund sei ja vor allem der, dass man irgendwie wieder Vertrauen schaffen müsste in einer Gesellschaft, in der niemanden mehr vertraue. Wohlgemerkt, ja, Vertrauen durch Überwachung. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Und ganz am Ende möchte ich noch auf ein Problem zu sprechen kommen, was uns auch noch beschäftigen sollte und was wir bereits jetzt mal auf die Tagesordnung setzen sollte bei uns. Nämlich auf die Gefahr, die darin liegt, dass man leicht den Eindruck vermitteln könnte, es gebe eine doch höhere Anzahl als gedacht an Mitbürgern und Mitmenschen, die man dringend unterdrücken muss, weil sie nicht verstehen, wie sie sich richtig verhalten und die zu dumm sind, zu ignorant, zu anfällig für Manipulation und Verschwörung. Da liegt eine große Gefahr. Die Nächsten, die unterdrückt werden, weil sie irgendwie nicht so funktionieren, wie sie sollen, sind wir. Und da ist auch wieder ein Dilemma. Wo ziehe ich die Linie zwischen den Skeptikern und den wirklich gefährlichen Manipulateuren und Manipulationshelfern? Da liegt die Aufgabe, und die müssen wir anpacken. Das ist vielleicht das einzige Neue an dem Vortrag, außer den paar Ratschlägen, die sicher viele von euch schon mal in Diskussionen in den letzten Wochen gehabt haben. Damit will ich nach einer Viertelstunde schließen und hoffe, dass ihr das weitertragt und dass ihr vielleicht den Link auf die Listen in euren Hackspaces setzt, damit das mal als Diskussionsbeitrag bei euch ankommt. Und jetzt können wir ein bisschen diskutieren, wenn ihr wollt. Da. Ja, vielen Dank, Ajuvo. Wir haben schon die erste Wortmeldung. Das Mikrofon kommt zu euch, weil wir leider gerade nur eins verfügbar haben. Dankeschön. Um es zu zitieren, oder wörtlich hattest du, glaube ich, gesagt, Verschwörerfanden sind weniger, als man denkt. Und lieber die raushauen als was auch immer irgendwie. Und da war gestern auch schon so eine Intention ähnlich, dass jemand, der Quatsch redet irgendwie, also
dass man den ausschließen sollte. Und ich verstehe nicht so ganz, warum jetzt gegen Minderheiten gehetzt werden soll, wenn man sowieso ausgehen soll, dass es weniger sind, als man denkt. Und das Problem ist, wenn man die halt wegsperrt, dann kann man auch nicht mehr von denen lernen. Und man kann auch nie lernen, warum die funktionieren. Genau. Und deswegen sehe ich das auch mit dem Facebook so kritisch. Also man hat dann die jetzt irgendwie in den Untergrund geschickt und man kann jetzt nicht mehr von denen lernen und man kann jetzt, hat kein Zeigebeispiel mehr und sagen so von wegen, so scheiße sind die oder wie auch immer. Oder das ist das Problem. Genau. Und deswegen verstehe ich nicht, warum man jetzt gegen Minderheiten hetzen muss. Oder eine neue Minderheit ausrufen muss. Ja, also deine Frage zeigt mir, dass ich nochmal verdeutlichen muss, dass es mir eben gerade wie dir auch darum geht, die Skeptiker nicht auszugrenzen. Nicht die Skeptiker, nur die meiner Meinung nach wenigen Böswilligen. Na, nochmal Rückfrage. Naja, es ist schwierig für mich zu verstehen, was böswillig ist. Wenn man die fragt, dann würde bestimmt die Antwort, Rückantwort kommen, dass es nicht böse meinen. Also ich habe noch nie jemanden, der sagt, ich meine es böse. Ja. Und das, also generell ausschließen ist halt irgendwie, was halt nicht funktioniert hat bei den Nazis. Und ich weiß nicht, warum das jetzt bei irgendeiner anderen Gruppierung funktionieren soll. Bei den Nazis hat funktioniert generelles Ausschließen aufgrund von unterstellten Eigenschaften, am besten noch mit Kennzeichnung. Das meine ich auch nicht. Man darf aber sich nicht mit diesen Argumenten davon abhalten lassen, genau zu gucken, wer ist tatsächlich böswillig. Und das ist nicht der Skeptiker, sondern das sind ganz, ganz wenige Menschen, die sich einen Vorteil davon versprechen und sei es an Macht und eigener Manipulationsfähigkeit, indem sie Manipulation weitertragen. Und das sind die allerwenigsten. Also ich bin eigentlich viel mehr bei dir, als du wahrscheinlich denkst. Man soll eben nicht sagen, die haben hier alle nichts zu suchen. Die, ne, die irgendwie bestimmte Medien konsumieren oder so. Überhaupt nicht. Und ob man jemand moralisch verurteilt übrigens, das ist eine höchst individuelle Angelegenheit. Ich muss mir selber überlegen, ob jemand, der hier irgendwelchen Verschwörungstheoretikern auf den Leim gegangen ist, ob das jemand ist, mit dem ich nichts mehr zu tun haben will und ob ich den zu meinem Geburtstag einlade oder nicht, das ist höchst individuell. Und da soll ich auch nicht von der Besatzung meines Hackspaces oder so verlangen, dass sie bitte alle meiner Meinung sind. Das führt wahrscheinlich zum Elend. Du nickst, ich hoffe, ich habe sehr gut, Daumen hoch, wunderbar. Wollen wir weiter diskutieren? Wir werden das ja die nächsten Wochen alle haben. Mein Teil der Wortmeldung wurde jetzt gerade schon ein kleines bisschen vorausgenommen. Am Ende ist es immer eine individuelle Entscheidung, wen man ausschließt und wen nicht. Weil jeder hat einen individuellen Punkt, wo er sagen kann, bis hierhin kann ich diskutieren, bis hierhin kann ich meine Meinung jemand anderen gegenüber vertreten. Unabhängig davon, ob er böswillig ist, ob er Skeptiker ist, ob er was weiß ich ist. Es hat jeder nur eine individuelle Schranke und die muss jeder auch für sich selber feststellen, weil wenn man sagt, nee, wir dürfen die nicht ausschließen, allgemein, dann hat man irgendwann das Problem, dass man selber daran zugrunde geht, weil man will ja das Wissen, was man selber hat, vermitteln und vielleicht auch den anderen verstehen. Es ist sehr schwierig. Ja. Das wollte ich nur noch mal als Anmerkung mitbringen. In der Tat, es ist sehr schwierig und es ist ganz wichtig, dass man die letztgültigen oder vorläufig gültigen moralischen Entscheidungen dem Individuum überlässt und nicht einer Gruppe, die irgendwie auf Konformität aus ist. Das ist aber in anderen Moralbereichen auch so und übrigens auch manchmal im praktischen außermoralischen Sinne. Um beim Beispiel zu bleiben, ich kann dir durchaus moralisch und auch philosophisch begründen, warum es okay sein könnte, zu sagen, die Ungeimpften bleiben bitte mal bis nächstes Jahr aus dem Hackspace fern. Wir verdammen sie nicht, aber es ist einfach unpraktisch, das immer zu kontrollieren. Es kann also auch praktische Gründe geben. Die sollte man dann aber auch praktisch und ohne persönliche Verdammnis führen. Da ist noch eine Frage, glaube ich. Guck mal, Mikro hast du da? Wir haben doch noch Zeit, oder? Ja, ich habe gerade selber auf die Uhr geguckt, damit ich die Zeit hier nicht verpasse. Also eine Frage haben wir noch. Ja, genau. Eine Sache, es wird jetzt davon geredet, Leute mit Meinung auszuschließen, aber darum geht es ja gar nicht. Also es geht darum, Leute aufgrund von im Prinzip Handlungen auszuschließen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Ne? Genauso wie es zum Beispiel, ne, genannte Beispiel von den Nazis. Ne? Also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, die Person schließt jetzt Menschen aus aufgrund von ihrer Sexualität, ihrer Hautfarbe, was auch immer, dann ist die Person halt für uns nicht mehr tragbar, aufgrund der Handlung eben. Und genauso ist es halt aufgrund der Tatsache, dass Leute sich eben, keine Ahnung, ne, wenn Leute sich jetzt nicht testen wollen oder so, ne, dann eine ganz konkrete Handlung ist. Das ist ja das Problem. Die Leute können ja gerne, meinetwegen können die, solange sie
das idealerweise sogar noch für sich behalten, können die Leute ja gerne die Meinung haben, dass das alles sich ausgedacht ist oder was auch immer, solange sie sich testen und idealerweise impfen lassen. So, ne? Ja. Also das heißt, es geht gar nicht um Meinung, es geht um Handlungen. Und das genau. ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Es geht um Hackerethik. Beurteile einen Hacker nicht danach, was er aussieht, wie er aussieht, sondern danach, was er tut. Genau das. Wir haben im Übrigen noch 10 Minuten Zeit, ne? Also wir können gerne noch weitere Fragen nehmen. Okay. Sofern es noch weitere Wortmeldungen gibt. Ich würde vielleicht, solange noch keine Hand hochgeht, nochmal eingehen auf die Diskussion, die am Anfang hatte zum Thema Böswilligkeit. Ich würde vielleicht sagen, böswillig ist nicht die richtige Kategorie hier, denn die allerwenigsten Leute, die Dinge tun, die böswillig sind, also das klassische Beispiel wäre natürlich die Nazis, die Konzentrationslager betrieben haben, ne? Die sehen sich ja auch selber nicht als den Bösewicht ihrer Geschichte. Ne? Auch die haben einen natürlich total verdrehten moralischen Begründung dafür, warum sie jetzt gerade das Richtige tun und die Menschheit voranbringen damit. Und ich glaube auch, die solche Leute, wie die dann irgendwelche dem Zuge von dem der Impfskepsis dann auch meinetwegen antisemitische Scheiße und so verbreiten, die sehen sich auch nicht als irgendwie den Bösewicht, der jetzt hier mal alles kaputt machen will, sondern die tun das ja auch aus einer Motivation heraus, dass sie halt dieses System aus was für welchen Gründen auch immer wirklich für schlecht ansehen und das halt zerstören wollen oder zumindest behindern wollen. Genau. Also bei den historischen Nazis zu deren Zeit gab es auch auf der linken Seite den später sich herausgestellt habenden Irrtum, dass Böswilligkeit irgendwie biologisch und vererbbar sei. Das gab es nicht nur bei Nazis. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, naja, dann haben wir den Salat, haben wir ja festgestellt. Also das war nicht nur die. Aber heute sind wir ja ein bisschen weiter und wir haben ja schon ein bisschen rausgearbeitet, was man hier voneinander unterscheiden muss, wenn man sich dazu verhält. Auch als Chaos verhält. Das ist immer ein Dilemma. Wir müssen nicht nur das Richtige tun, wir müssen auch noch andere davon überzeugen, dass wir das Richtige tun. Und diesen beschwerlichen Weg, den müssen wir halt weitergehen, meiner Meinung nach. Haben wir noch weitere Wortmeldungen? Da gibt es was. Jo, also ich finde, bei der Diskussion, das mit der Handlung ist auf jeden Fall richtig, aber bei der Meinungsfindung zum Beispiel geht es mir ganz oft so, dass es halt nicht um Argumente geht, sondern ganz viele Personen, die gewisse Meinungen vertreten, sind halt emotional getrieben. Mhm. So, und da wird die Diskussion halt echt schwierig, weil man gegen Emotionen ganz schlecht Argumente finden kann. Mhm. Also da gehe ich dann immer den Weg, dass ich versuche, mich empathisch sozusagen zu verhalten und dann auch nachzuvollziehen, woher die Emotionen kommen. Aber mit Argumenten ist dann halt schwierig, wenn du sagst, okay, wir müssen die Leute überzeugen. Wie macht man das? Also wenn jemand sozusagen in der jetzigen Lage sozusagen, das ist alles ganz anstrengend und ist alles nervig, das können wir alle nachvollziehen so. Aber wie kann man sozusagen dann jemanden aus der Position, den das alles ankotzt und der dann halt in so einem Modus ist, ich zweifle, vielleicht auch aus berechtigten, skeptischen Gesichtspunkten sozusagen, ich zweifle das alles an. Wie kann man den abholen und sozusagen dann in seiner Emotion zwar vielleicht bestärken das empathisch sozusagen sich auf ein Level begeben, aber dann sozusagen das dann auch weiterzutreiben und zu sagen, okay, hier sind die Argumente, die Wissenschaft zum Beispiel jetzt liefert, wo es dann wieder ganz schwierig ist, wo dann immer dieser Kampf geht, okay, hier zum Beispiel bei den Virologen oder so, wo man sagt, okay, welcher Virologe ist jetzt der Recht hat halt? Das können wir ja alle gar nicht beantworten, weil wir alle gar nicht so tief in der Materie drin stecken. Wo dann halt dieser Diskurs zwischen Wissenschaft und Glauben halt ein ganz harter Kampf wird. So. Und ich finde das echt eine schwierige Sache, da halt dann immer die Grenze zu ziehen, wo wir auch bei der Böswilligkeit sind, was ja halt auch viel mit Emotionen zu tun hat. Das ist ja meistens gar nicht so, dass man das an irgendwelchen Fakten irgendwie festmachen kann, sondern da sind halt ganz viele Emotionen auch im Spiel. Genau. Das finde ich eine ganz schwierige Sache. Ich finde es interessant, wie mehrere von euch so sehr auf diesen Begriff von Böswilligkeit einsteigen. Nochmal, ich habe gesagt, das sind die allerwenigsten. Aber genau da geht die Grenze. Und neben der Frage von Emotionalität ist es ja noch viel weitergehend. Ich habe von der psychischen Belastung gesprochen. Also jeder entsprechend auch nur schmalspurartig vorgebildete Psychologe wird, wenn er in unsere Hackspaces gucken würde, wie sich so Gruppen verhalten, egal ob auf irgendwelchen Kanälen oder in real life,
wird natürlich feststellen, dass da psychologische Belastung eine ganz große Rolle spielt. Also muss man noch mal vorsichtiger sein, bevor man die Diagnose Böswilligkeit stellt. Es bleibt also furchtbar mühsam. Da gibt es gleich noch mal einen schnellen Kommentar. Das finde ich gut. Und da ist noch einer. Ja, also ich sehe da ja im Wesentlichen das Kriterium, ob jemand willentlich Schaden für andere herbeiführt oder es billigend in Kauf nimmt. Das sind so für mich die Leute, die ich dann lieber mit genau dem Argument raushalte. Mhm. Von wegen, das sieht mir zu gefährlich für folgende Menschen aus. Mhm. Das möchte ich nicht. Und dann kann ja dieser Mensch halt gerade nicht mitspielen. Und ansonsten hilft sehr oft einfach, das ganze Prozedere vorzuführen und die einzelnen Alternativen zu erläutern. Also man darf ja hier jetzt seine Kontaktdaten hinterlassen, aber man muss nicht. Man kann auch einfach den billigen QR-Code scannen und diese Kontaktverfolgung so erledigen und gar keine Daten hinterlassen. Das ist auch der Verordnung genügend. Das ist vielleicht nicht, dass wir nochmal anschreiben können. Mhm. Aber das wollen wir eigentlich auch gar nicht. Wir wollen in diesem Moment ja nur einer Verordnung genügen und hier die Zulässigkeit der Veranstaltung garantieren. Ja. Und mit dem, wir würden auch am liebsten alle testen, wenn wir genug Tests und Geld und so weiter davon hätten. Dann würden wir dreimal am Tag jeden testen. Da hätten wir auch kein Problem mit. Aber das scheitert halt so an praktischen Dingen, wie es dauert jedes Mal 15, 20 Minuten, das durchzuführen pro Person. Dann hat man eine Riesenschlange, es kostet Geld. Klappt nicht. Also okay, dann machen wir halt das mit diesen Impfzertifikaten. Wer das hat, ist schneller durch. Ja. Ja klar, also das ist vielleicht auch eine Stärke, die wir in unserer Hackerkultur haben. Wir können es tatsächlich auf dürre Fakten zurückführen und können sagen, okay, mal unabhängig davon, was du jetzt gerade glaubst, wir haben ja also jetzt hier folgendes Daten- und Faktengerüst, analysier das mal und danach verhalten wir uns und sparen uns mal die moralische Qualifikation. Das müssen wir beim Hacken ja auch öfter mal tun, wenn wir irgendwelche Dinge rausfinden sollen. Das ist auch eine Stärke, auf die sollten wir uns auf jeden Fall zurückziehen. Und ansonsten, ne, wie gesagt, bevor man jemanden als böswillig stempelt, soll man auch noch für möglich halten, dass betreffende Person einfach psychisch gerade stark belastet ist. Das ist eigentlich noch so ein weiterer Ratschlag. Hier ist noch ein bisschen Feedback, glaube ich, oder? Ja, genau. Ich finde es gut, dass ihr irgendwie gerade alle das Problem habt mit dem Machtmissbrauch. Also die Argumentation geht ganz stark in Richtung Rechtfertigung, wann jemand ausgeschlossen wird. Mhm. Und aber immer auf die Externen. Also ich würde den Gedankengang vielleicht mal dahin fragen, ob man vielleicht sich selber ausschließen kann aus dem System. Oder ob man schon zu sehr an dem System verwurzelt ist, dass man da eben nicht mehr raus kann, auch nicht mehr so aus der Bubble halt. Mhm. Also die erkennen wir ja manchmal nicht so, wo das Ende der Bubble ist. Und dann würde ich an der Stelle auch noch meinen Physiklehrer irgendwie zitieren, der selber auch ein starker Trekkie war. Und er hatte gesagt, dumm ist der Dummes tut, weil vorhin noch die Sache ist nach dem Bewerten, was die Leute tun. Ich finde das ein sehr gutes Kriterium. Das war halt noch bevor Gendern irgendwie aktuell wäre. Heute würde man sagen, Dummes, wer Dummes tut irgendwie, aber nur damit nebenbei. Und das ist nämlich sehr, sehr schwer rauszufinden, was dumm ist, weil man am Ende wissen müsste, was denn die kluge Lösung gewesen wäre. Und das kann im Prinzip Politik nie wirklich leisten. Das hat Luhmann auch schon so gesagt oder so erkannt, dass halt Entscheidungsträger immer dem Faktischen oder dem Realen, was passiert, bevor halt Fakten oder bevor Daten gesammelt werden können und analysiert werden können. Eine Entscheidung ist halt immer nachgelagert, bevor irgendwas passiert ist. Mhm. Und zu erkennen, ob eine intelligente Entscheidung irgendwo gefällt ist oder nicht, ist halt schwer. Und in der Psychologie ist es auch angekommen mittlerweile, dass es dieses Lizard Brain oder das ist, das führt jetzt zu weit. Also gut, dass er nach außen hinrichtet, aber selber vielleicht mal fragen, kann ich mich selber ausschließen? Und wer Dummes tut, ist ein schwieriges Kriterium. Das wollte ich bloß noch anmerken. Danke. Ja, also ein letzter Zurückkommentar. Ja, das mit dem sich selber ausschließen und sich selber aus Diskussionen rausnehmen, kann ein Akt von eigener Sanität und Gesunderhaltung sein. Es ist okay, aus einer Diskussion mal auszusteigen. Es ist auch okay, mal 4 Wochen nicht in den eigenen Hackspace zu gehen, wenn einem die Diskussion da ein bisschen unübersichtlich ist oder die Gesundheitslage. Auf alle Fälle sollte man auch sowas in Erwägung ziehen. Zu dem Thema Dummes, der Dummes tut, habe ich eine sehr interessante Zitat gefunden. Da hat jemand mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, es ist nicht der dumm, der Dummes tut, sondern der ist dumm, der immer wieder dasselbe tut und ein anderes Ergebnis erwartet. Ja, genau. Das wäre so ein Hacker-Approach zu der Frage, ist das richtig oder falsch? Das können wir vielleicht manchmal besser als die große
Restgesellschaft da draußen. Und das sollten wir dann auch ausnutzen für uns. So, ich glaube, jetzt werde ich hier von der Bühne gespült. Nö, alles gut. Wir haben jetzt unsere Zeit sehr gut ausgenutzt. Wenn ihr noch weiter mit Ayuve diskutieren wollt, ich denke mal, du bist noch den ganzen Tag da. Genau. Sehr gut. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, dass das in euren Kreisen Verbreitung findet. Applaus